Ja, hallo liebe YouTube-Freunde, heute noch eine kleine Cache-Runde hier am Wannsee, S-Bahnhof Nikolassee mit meinem Freund André zusammen. Ja, kurz vor Weihnachten müssen wir einfach nochmal raus, bevor das große Völlen und die große Fresserei losgehen, nochmal ein wenig frische Luft schnappen. Leider ist es nicht ganz leer hier, es kommen doch einige Wanderer vorbei. Naja, schauen wir mal. Hier war aber jemand aktiv gewesen. Mehrere kleine Tippis hier aufgebaut. Da hinten steht auch noch eins. Ja, eins noch da drüben. Ja, das Hintergrundrauschen hier ist leider ein bisschen nervig. Das ist die Autobahn. Die Stadtautobahn durch Berlin, die ist nicht so schön. Naja. Himmlische Ruhe und Frieden findet man nur im Wald. Jetzt gehen wir zu einem Geocache, der heißt passend zum Thema Give Peace a Chance. Und dort werden wir dann auch endlich Mittag machen. Mir knurrt schon der Magen und mir tut der Rücken weh von dem vielen Geschleppe. Ja, noch 680 Meter und dann werden wir hoffentlich auch gleich den schönen Wannsee sehen. Baden wird ja heute eher nichts, ist ganz schön kalt. Kommt mit Jungs und Mädels. So, nun sind wir am Grunewald angekommen und werden jetzt unser Essen machen. Es ist ein bisschen diesig heute, aber trotzdem ist es schön, mal am See zu sein und nicht immer nur in der Stadt. Kochen werde ich heute mit dem Trangia Sturmkocher in Groß. Ja, haben gerade mit dem Feuerstall angeheizt und jetzt geht's gleich los. Verarbeiten werden wir heute putengeschnetzeltes mit einer Tomatenkräutersoße. Eine frische Paprika ist dabei, Zwiebel ist dahinter und natürlich auch ein bisschen Reis. Ja, das sieht doch hier schon ganz schön gut aus, finde ich. Putengeschnetzeltes mit Zwiebel und Paprika. Gleich kommen auch die Gewürze dazu. Und weil wir es können, haben wir hier eine zweite Stelle aufgestellt. Zweite Kochstelle mit dem kleinen Evernew-Brenner unten drin. Den zweiten Topf hier draus und den Firebox Nano. Ja, der geht auch schon gut ab. Da wird dann der Reis zubereitet. So, ihr Lieben, Reis und Suppe sind jetzt fertig. Können auch ein bisschen nachziehen. Derweil ist die Bialetti angeworfen. Ja, für so kleine Gefäße kann man hier dieses Topfkreuz nehmen. Das gibt es auch von Trangia. Und nun kochen wir uns unseren Weihnachtskaffee. Und wir haben den Deckel ein bisschen verschoben, sehe ich gerade, aber das kann man reparieren. Ja, spannend ist bei diesen Evernew-Kochern, bei dem Trangia-Deckelaufsatz, dass da oben durch das Loch das Feuer rauskommt. Das hatte ich schon mal, ja, komisch. Naja, egal. Ja, da ist er wieder, der geliebte Bialetti-Sound. Kaffee ist auch gut. Essen ist fertig. Was will man mehr? So, liebe Draußenfreunde, nach dem Essen natürlich ein ordentlicher Schluck Kaffee aus der Bialetti hier unten. Ja, habt ihr gesehen, geht auch prima auf dem Trangia Sturmkocher. Das Kaffee. Nun ist das Trangia-System wieder klein verpackt. Ja, kommt jetzt hier in diesen schicken, leuchtenden Beutel und dann ist es weg. Eigentlich wollte ich euch heute noch was vorstellen und zwar wird noch so kurz vor Weihnachten die Amazonas Mosquito Traveler Thermo Hammock gekommen und dazu passend diese Straps für die Bäume zum Aufhängen. Ja, und dazu habe ich mir dann die kleine Thermarest Neo Air mitgebracht, aber das Wetter wird leider ranzig. Ich glaube, den Aufbau verschiebe ich dann mal auf später. So, liebe YouTube-Freunde, wieder ist ein Jahr fast vorbei. Heute ist der 22. Dezember. Wir stehen dicht vor Weihnachten. 300 YouTuber haben mir ein Abo dagelassen.
Viele, viele Klicks habe ich gesehen. Ja, ich kriege immer wieder aufmunternde Post von euch, dass euch meine Videos gefallen und was ich auch aber noch anders machen könnte. Ich danke euch allen von Herzen dafür, wünsche euch allen frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Vielleicht folgt von mir noch ein Video, muss ich mal schauen. Ja, im nächsten Jahr soll es natürlich weitergehen mit Trips draußen an der frischen Luft in der Natur, mit Gear-Test. Mal gucken, was ich mir da vornehme. Ich habe noch einiges in der Pipeline, wie gesagt, eine Hängematte von Amazonas, die ich noch unbedingt testen möchte. Ja, noch ein paar Jacken natürlich sind auch wieder da. So ein bisschen anderes Gear-Spielzeug für draußen. Ja, ich hoffe, dass ihr mich auch im nächsten Jahr wieder begleitet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder vielleicht ein Abo. Alles Gute für euch, rutscht gut rein. Hier war euer Marc Boy.